Willkommen bei der Bewester Virtual Bundesliga. Heute ist das VBL-Shooting. Es ist jetzt meine dritte Saison für den 1. FC Köln. Die Deutsche Meisterschaft ist eigentlich das größte Turnier in Deutschland. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr nice, immer dabei zu sein. Heute steht sehr, sehr viel an. Fotoshooting, wir nehmen auch GIFs auf, Aufsage und natürlich gibt es am Ende noch ein Interview. Das Besondere am VBL Media Day ist erstens, dass man die ganzen Leute auch hinter den Kulissen nochmal sieht, die, sage ich mal, das Ganze organisieren, aber auch abseits von Corona auch, dass man die ganzen Spieler trifft, über die man ja die Saison hinweg dann auch spielt und konkurriert. Die VBL ist für mich mega wichtig. Das ist mittlerweile meine dritte VBL-Saison. Wir haben Bilder gemacht, wir haben Videos gemacht, alles Mögliche. Ich musste einen meiner geheimen Tricks erklären, so für ein Tutorial für Instagram, alles war dabei. In der VBL? Vor Unmut. Tatsächlich vor Unmut. Unmut. Es ist nicht so angenehm, gegen mich zu spielen, aber ich werde natürlich trotzdem weitergeben, dass ich dann sozusagen meinen Beruf beibehalte. Der Tag war sehr, sehr gut organisiert, hat mega Spaß gemacht. Auch trotz Corona, dass das Ganze möglich war, ja, mit den Beschränkungen. Aber einfach, dass man auch wieder die anderen E-Sportler mal wieder sieht und nicht nur online. Das macht immer wieder Bock, man freut sich auch auf die neue Saison und da gehört das dann immer dazu. Ist auf jeden Fall sehr, sehr cool, wenn es dann losgeht, sind wir auf jeden Fall alle bereit.